Hallo liebe Hublog-Leser, wir haben mal wieder was Neues bekommen von Müllerlicht, von der smarten Produktserie Tint, die ja, wie ihr wisst, Zigbee-kompatibel ist und sich problemlos mit der Hue Bridge koppeln lässt, und zwar die LED-Leuchtkugel Kaluna. Nicht umsonst möchte ich euch die heute auf jeden Fall nochmal hier im Video zeigen, denn sie kann nicht nur bei Amazon vorbestellt werden für 89,95 €. Sie ist auch nächste Woche ab Montag bei Aldi Süd im Angebot. Ihr wisst ja, Müllerlicht, Tint und Aldi, die kooperieren schon länger zusammen. Da gibt es immer Angebote. Da wird das Teilchen 10 Euro weniger kosten, 79,95 oder 79,99 €. Es ist wie gesagt eine Outdoor-Leuchtkugel, wo allerdings kein festes Leuchtmittel integriert ist, sondern eine E27 von Tint. Das ist für uns also keine Überraschung, das stand auch schon länger fest. Was allerdings eine Überraschung war, ist, als das Paket hier bei mir ankam, und so wird es auch irgendwie im Einzelhandel aussehen oder wenn ihr die bestellt, da ist halt einfach ein einzelnes Leuchtmittel noch als zusätzliche Packung mit dabei. Das heißt, ihr packt die Lampe aus, schraubt die auf, packt die E27 Lampe aus, dann müsst ihr möglicherweise nochmal zurücksetzen, so war es bei mir der Fall, koppelt die dann mit der Philips Hue Bridge und könnt dann die Lampe wieder zusammenschrauben und einstecken. Und wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal in den nächsten paar Minuten. So sieht die Leuchtkugel aus, 35 cm im Durchmesser und ja, so ein leicht angerauten Plastik, dazu aber gleich später nochmal mehr. Wir haben hier ein Netzkabel, das müsste ungefähr so 3 Meter lang sein, mit einem ganz normalen 230 Volt Stecker, das heißt kein Niedervoltsystem, wie wir es von Philips Hue, von vielen Outdoor-Produkten kennen. Ihr solltet also da jetzt nicht mit dem Spaten reinstechen oder mit dem Rasenmäher drüber fahren, ist dann vielleicht nicht ganz so cool. Wie dem auch sei, die Installation relativ einfach, wir haben Erdspieße dabei zum Festmachen, man kann es auch so einfach nur auf die Terrasse stellen. Man schraubt das ganze Teilchen dann auf und zum Vorschein kommt ein Sockel mit einer E27 Fassung und hier so ein kleiner Dichtring. Das Ganze hat IP44, ist also spritzwassergeschützt. Solltet es jetzt nicht in euren Gartenteich werfen, aber ich denke mal, das versteht sich von selbst. Da rein kommt dann die E27, entweder die von Tint, die mitgelieferte, oder halt einfach was ihr wollt, was ihr habt. Und dann geht es schwupps wieder in die Leuchtkugel rein. Es wird festgeschraubt. Und das war's. Jetzt habe ich mir gedacht, kein fest integriertes Leuchtmittel, E27-Sockel, man packt da eine Tintlampe rein. Das ist jetzt alles nicht so spektakulär. Und habe mal bei Amazon geschaut, was gibt es denn noch so für Outdoor-Leuchtkugeln mit E27-Sockel. Und zack. Da habe ich dieses Teilchen hier gefunden, zusammen mit dem Sockel. Ja, ist ähnlich aufgebaut. Lampe rein, Sockel drauf, festschrauben, fertig. Das Teilchen hier hat einen Durchmesser von 40 cm. Hier haben wir 35, 55 Euro ohne Leuchtmittel, 80 bzw. 90 Euro mit Leuchtmittel. Wenn ihr jetzt schon eine Lampe noch übrig habt, keine Ahnung woher, oder ihr kriegt die günstig, auf jeden Fall eine super Alternative. 40 cm, es gibt es auch noch in größer, es gibt es auch in 30 und in 20 cm, wird dann dementsprechend ein bisschen günstiger. So, auch hier nehmen wir eine Philips Hue White and Color Ambience. Da muss ich hier mal schauen, da gibt es so Einkerbungen, dass das richtig zugeht. Zudrehen, da gibt es noch so eine Muffe, die wird man zuschrauben und zack, ist die Lampe fertig. Was jetzt vielleicht im Video nicht ganz so gut rüberkommt, wir machen es gleich mal ein bisschen dunkler. Die Müllerlicht ist gleichmäßiger ausgeleuchtet als dieses selbst zusammengebaute Modell. Ich denke aber, dass es auch daran liegt, dass wir hier einfach 5 cm mehr Durchmesser haben und natürlich viel, viel mehr Volumen und sich das Licht von der Leuchtkraft her nicht ganz so gleichmäßig verteilen kann. Was zum Beispiel bei der 30 cm Variante von diesem Modell hier anders aussehen würde. Aber eklatanter Unterschied, und das finde ich wirklich krass. Das Teilchen hier sieht aus wie milchiges Glas. Es ist
glatt, es ist anschmiegsam, es fühlt sich toll an. Und hier haben wir halt so ein 0815 Billigplastik. Das tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss. Es ist einfach, es ist halt so. Ja, also hier, anders gesagt, vor der Verarbeitung haben wir hier so eine kleine Naht und so. Alles okay. Und hier halt einfach besser. Ja? Überlegt also, ob das nicht vielleicht für euch eine bessere Option wäre. Hinzu kommt, dass es das Teilchen hier halt auch nicht ohne Leuchtmittel gibt und dass ihr deswegen mehr bezahlt. Und warum dieses Leuchtmittel nicht ganz so cool ist, das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir es hier ein bisschen dunkler gemacht haben. Auch wenn ich es tagsüber leider hier nicht ganz so dunkel bekomme, wie ich es gern hätte, damit der Effekt sichtbar wird oder besser sichtbar wird. So, ich hätte es wie gesagt gerne noch mal ein bisschen dunkler gemacht, damit es besser sichtbar wird für euch im Video. Klappt leider nicht. Hier, wie gesagt, die Philips Hue White and Color Ambience und hier die Tint Color E27. Und ich bringe jetzt gleich mal auf die gleiche Farbe. Und bereits dann werdet ihr sehen, dass es bei der Tint halt echt eine Sache gibt, die mich stört. So, habt ihr das gesehen? Es ist kein gleichmäßiger Farbübergang, es ist ein Geflacker und das ist echt, das wird mich stören. Ich meine, man macht die meistens ja in der gleichen Farbe an und aus, nur die wenigsten werden irgendwelche Animationen nutzen, aber wenn man doch mal die Farben verstellt und dann flackert das, das ist einfach, es ist halt ein Qualitätsunterschied und das macht mich ein bisschen traurig. Ansonsten von der Farbwiedergabe, ich gehe mal ein bisschen von der Helligkeit runter, vielleicht sieht man das dann besser. Hier haben wir Lila. Oder pink, ein lila, ein blau, ein türkis, grün, da kann man echt nicht meckern, ja. Aber sobald man dann mal schnell durch die Farben switcht, das ist einfach, es ist wie ein Farbgewitter, was da abgespielt wird, ja. Beim Dimmen kein Thema, aber sobald dann die Farben irgendwie durchwechseln, gerade wenn man so schnelle Änderungen vornimmt, echt krass. Hier nochmal ein paar Weißtöne. Und auch da haben wir dieses Problem, sobald sich irgendwie die Farbe ändert, die Farbtemperatur ändert, flackert das Teil von Tint echt ungehörig. Mir bleibt nichts anderes, als irgendwie nachher zu sagen, wenn ihr euch so eine Kugel in den Garten stellen wollt, dann schaut vielleicht, ob ihr ein Leuchtmittel habt, was original ist, was von Philips Hue kommt oder was ihr günstig besorgen könnt und greift dann lieber hier zu sowas. Ich stelle euch das auch mal in den Artikel rein, was das für ein Modell ist. Wie gesagt, von der Verarbeitung finde ich das einfach besser.